Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem großen Applaus. Hier ist der echte, hier ist der wahre, hier ist Ditsche-Darsteller und Superstar. Hier ist Olli Dittrich. Ein warmer Empfang. Schön, dass du da bist erstmal. Ja. Um vielleicht direkt mal das Aktuelle mal zu sagen, weil man weiß bei dir immer nicht so richtig, was genau machst du denn jetzt eigentlich, weil du machst oft auch viele Sachen dann, die doch sehr unterschiedlich sind. Du bereitest die mal lange vor und dann kommt auf einmal ganz viel. Jetzt ist es so, dass du eigentlich wieder regelmäßig zu sehen bist. Ja, und zwar sonntags, 22.30 Uhr, 23.30 Uhr. Wir haben jetzt eine Viertelstunde geschenkt bekommen. Wir sind ab dem nächsten Sonntag tatsächlich um 23.15 Uhr. Also vielleicht gibt es noch Leute, die das dann sehen und noch nicht ins Bett gegangen sind. Ditsche. Und da gibt es die unglaubliche 27. Staffel schon. Und dennoch gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, Moment mal, Ditsche habe ich noch nie gesehen. Und für all die können wir mal einen kurzen Ausschnitt zeigen, was du da eigentlich genau machst. Aber weißt du, was man machen könnte? Wir können das doch tauschen. Der Briefträger trägt weiter Briefe aus, ganz normal. Ganz normal. Und die Brieftaube, wenn wir sagen, die unterhält sich jetzt mit dem Rentner. Ja. Weil die mögen ja Tauben gerne, auch die füllern die doch auch im Park. Das ist die beste Idee von allen. Und die ist gurr, gurr. Gurr, gurr. Gurr, gurr. Das beruhigt die ja auch. Ja. Was? Das beruhigt die Nerven. Ja, da muss man natürlich den Zusammenhang verstehen. Und alles improvisiert, muss man dazu sagen, ne? Ja, der Witz tatsächlich, also da ging es um, wir sind ja wöchentlich, genauso wie du, und beschäftigen uns mit dem, was aktuell so los war. Und da war eine Meldung, die uns allen sehr gefallen hat, nämlich, dass die Post jetzt etwas eingerichtet hat, das nennt sich Post persönlich, dass der Briefträger sich einfach mal ein bisschen mehr Zeit nimmt und mit den Leuten auch mal so redet. Mhm. Und da hatte Ditsche dann irgendwie die Idee, wenn das so weitergeht, die Post kommt bei ihm sowieso erst am Nachmittag, wenn der da jetzt stehen bleibt, dann wahrscheinlich kaufen die noch eine Briefmarke. Für 1,45 dürfen sie noch Kaffeekuchen haben. Ja. Dann wird die Post gar nicht mehr ausgetragen. Und dann ist er auf die Idee gekommen, weil eine gleiche Meldung in der Woche da war, dass die Hochzeitstauben in Hamburg arbeitslos sind, dass die umgeschult werden zu Brieftauben und dass die sich dann mit den Rentnern unterhalten, weil die ja auch vielleicht manchmal nur eins zum Zuhören brauchen. Und wenn sie reden wollen, dann kriegt jede Brieftaube noch einen Papagei als Dolmetscher an die Seite gestellt. Und so ging das immer weiter. Also es ist frei improvisierter Quatsch. Es ist vor allen Dingen nicht viel weniger kompliziert, als wie tatsächlich mit alten Leuten in dieser Gesellschaft umgegangen wird. Ja, weil das ist es ja, ne? Bei der Post auch, dass alte Leute auch so ein bisschen aktiviert werden. Vom Briefträger habe ich gehört. Ne? Die eine Sache ist, dass du sagst, also er philosophiert, er ist sehr konstruktiv dabei. Aber gibt es den eigentlich noch, diesen normalen Menschen, der so biertrinkend irgendwie im Imbiss steht und so ein bisschen sich auslässt? Oder sind das mittlerweile die Wuttypen, die irgendwie ins Internet schreiben und da rumschreien und so? Gibt es noch diese sympathischen Leute, die sagen, ich verstehe vielleicht nicht jeden Zusammenhang, aber mir fällt auf jeden Fall eine gute Idee noch ein dazu? Das mag sein, aber gerade Ditsche kennt sich da gar nicht aus. Also er kennt das Internet gar nicht. Er sagt, das heißt das Internet, sagt er. Das Internet, und er hat auf eBay mal was reingestellt. Ja. Sein Nachbar hat ihm erzählt, er hätte auf eBay ein Bett reingestellt. Er hat das überhaupt nicht kapiert, worum es da geht. Deswegen kann er dir das gar nicht beantworten. Das heißt, er ist da noch alte Schule. Aber er weiß zu aktuellen Dingen natürlich eine Menge zu sagen. Immer. Also jetzt zum Beispiel ist tatsächlich mit dem Jakob, du bist wach? Ich bin wach, er schläft dazwischendurch. Was? Nein, da sind die Batterien, die waren schon vor der Sendung schon runter. Ja, genau. Und jetzt kann sein, dass er in Energiesparmodus fällt. Ja. Du hattest irgendwas erzählt, dass das hier von Prinz Willi und Kede, die sind ja so, die zwei, ne? Ja. Prinz Willi und Kede, die haben doch ein Kind jetzt, ne? Ja, das dritte Kind. Das dritte schon. Ja, man weiß den Namen aber noch nicht. Man noch nicht. Nee. Aber das zum Beispiel, wenn Ditsche sowas erfährt, dann überlegt er sich, weil er erzählt das, dann kommen die ganzen Fotografen an und die übernachten da stundenlang, warten schon, dass einer das Kind da raus hält. Richtige Fans. Guck mal, halt, Baby, ne? Hier, hallo. Ja, und so, ne? So, dass sie dann, wenn jetzt mal sagen, Prinz Willi zu dem kleinen Georgi kommt und sagt, hier, pass mal auf, also alle wollen das Foto sehen, hier, pass mal auf. In der Nacht hat dir der Storch ein neues Brüderchen gebracht, willst mal sehen. Weißt du, was der dann sagt? Dann sagt er, nee, später, zeig mir erstmal den Storch. Ja. Weißt du? Und ich weiß nicht so richtig, ob es stimmt. Ne? Ich habe jetzt ein Interview gelesen mit Jochen Busse, der von 7 Tage, 7 Köpfe, das er moderiert hat. Und hat gesagt, es herrschte ein Klima der Angst, weil Rudi Carrell alle tyrannisiert hat. Stimmt das? War Rudi Carrell gar nicht der liebe, nette Onkel?
Das kann ich nicht so sagen. Ich weiß nur, dass wir damals mit einer Sendung, die hieß RTL Samstagnacht, vielleicht haben Ihnen Ihre Großeltern davon erzählt, auf dem gleichen Gelände in Hürth-Kaltscheuren in der Humorfabrik waren. Und Rudi hatte in seinem Büro über so eine Ringleitung alle anderen Studios, der Preis ist heiß und Familienduell und so, und hat das alles so überwacht in seinem Büro, was die da so treiben. Ja. Und irgendwann gab es mal einen Anruf, ich habe es schon mal erzählt, aber ist egal. Irgendwann gab es mal einen Anruf, da sagte unser Produzent Hugo Egon Balder zu mir, du, Karel hat gerade angerufen, geh mal rüber. Ja. Sag ich, wieso, was soll ich denn bei Karel? Ne? Ja, der will dich bestimmt loben, hier die tolle Parodie über Wolfgang, von Wolfgang Lippert, geh da mal hin und so. Und dann bin ich da hingegangen. Man muss dazu sagen, dass man Rudi Karel damals Lord Extra genannt hat. Weil weißt du, der Lord Extra war eine Zigarettenmarke. Genau, ja. Das auch, kennt auch keiner mehr. Ne? Hat meine Mutter geraucht, 10 Jahre lang. Okay, gut, also man nannte ihn Lord Extra. Ich kann auch sagen, das habe ich seit meiner Kindheit, als wir immer Skat gespielt haben mit meinem Vater, nicht wieder erlebt, dass man in einen Raum reinkommt und den 4 Meter entfernten Tisch nicht mehr sieht. Ja. Weil alles dicht geraucht ist. So, also ich mache die Tür auf bei ihm und Herr Karel, so, ja. Und dann hörst du so aus dem Off, so Nebel des Grauen und so hörst du so, bist du Olli? Komm rein. So, und dann bin ich reingegangen, musste mich hinsetzen. Ihr habt gesehen, ich mach so einen Sketch mit einem Wohnwagen. Ja, lass weg, ist scheiße. Echt, ernsthaft. Und dann durfte ich wieder gehen. Deswegen haben Sie mich rezitiert. Deswegen musste ich da hin. Ja, ähnliche Storys gab es darüber. Einfach abonnieren hier bei YouTube, dann geht das viel einfacher.